Wir lernen in der Schule nicht, wie unser Raumschiff funktioniert. Wir haben nur eins, das Planet Erde, deswegen Unwissenheit. Wir wissen die Zusammenhänge nicht und die sind hochkomplex. Und das kann man auch nicht so einfach in ein Nebenfach machen, sondern der Umgang mit unserem Planeten, ob ich Unternehmer bin oder Privatbürger bin, ob ich Kunde bin oder Produzent bin. Sie werden keinen Blumentopf gewinnen, wenn Sie keine Treiber in Ihrem Unternehmen, in Ihrem NGO, in Ihrer Organisation haben. Irgendeiner muss einen Hut aufhaben und der oder die muss Bock auf das Thema haben, der muss brennen. Der oder die muss das weitertreiben. Zukunft hat zwei große Themen. Einmal die Digitalisierung, die Smart Destination in der Smart City und das Thema Nachhaltigkeit, sinnvolles Reisen. Die RTG ist von der Stadt Regensburg aufgefordert, sich um das Reisen nach Regensburg zu kümmern. Dabei können die Reisen privat oder geschäftlich sein. Und das Tourismuskonzept, welches in 2018 vom Stadtrat verabschiedet worden ist, ist die Grundlage unserer Arbeit. Nachhaltigkeit heißt für uns bei der RTG, in 2025 CO2-neutral zu sein. Und was das bedeutet, sehen Sie in diesem Video. Unser Souvenirsortiment besteht hauptsächlich aus fair und regional produzierten Artikeln. Mit dem Aufzug stellen wir sicher, dass auch wirklich jeder zu uns in die Touristinformation kommen kann. Tickets für unsere Stadtführungen können Sie online auf unserer Website kaufen. Mit dem Verkaufsangebot der Bustickets wird der öffentliche Nahverkehr gefördert. Der Großteil der Mitarbeiter kommt mit dem Fahrrad oder den öffentlichen Verkehrsmitteln in die Arbeit. Zu einer revitalisierten, denkmalgeschützten Halle gehört natürlich auch ein entsprechendes Energiekonzept. Das Energiekonzept hier im Haus ist aufgebaut auf ausschließlich LED-Beleuchtung, ob in der szenischen Beleuchtung oder in der architektonischen Beleuchtung und natürlich auf nachhaltige Energiegewinnung. Dies geschieht über Wärmepumpen, die Grundwasser die Wärme entziehen und damit wird geheizt oder auch im Frühjahr bzw. im Sommer gekühlt. Hier sehen Sie die farbigen Barhocker, die hergestellt sind aus Farbresten aus der Autoindustrie. Das heißt, hier wurde Müll letztendlich verarbeitet zu einem modernen, klassischen Design. Auch ein Designaspekt, unsere Theke, die verkleidet ist mit Streckmetall. Bei der Herstellung dieser Optik entsteht kein Abfall. Die Nachhaltigkeit zieht sich natürlich durch bis ins Catering. Wir haben nachhaltige Säfte, nachhaltige Limonaden. Die Limonaden sind aus Neumarkt der Firma Lamsbräu, Kaffee der Firma Rehorik hier in Regensburg. Wir bei der RTG arbeiten zum Beispiel in unterschiedlichen Arbeitszeitmodellen und unsere Auszubildenden haben ein Weiterbildungsprogramm für uns zum Thema Nachhaltigkeit entwickelt. Unser Büromaterial kaufen wir beispielsweise bei Memo. Ich arbeite ja im Marketing und so sind unsere Produkte alle aus 100% blauer Engelpapier. Wir schauen auch, dass wir möglichst wenig davon brauchen und viel online darstellen. Und damit wir Sie bald in Regensburg begrüßen können und das mit gutem Gewissen, haben wir eine Seite entwickelt, die heißt regensburg-nachhaltig.de. Aktuell streben wir übrigens auch eine nachhaltige Zertifizierung an als Destination. Das wird aber noch ein wenig dauern und trotzdem finden Sie da schon wahnsinnig viele tolle Angebote für Regensburg. Also bis bald in Regensburg!